Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Alhamdulillah, Allah hat uns diese wunderschöne Religion gegeben. Und wir haben ein kleines Problem. Das ist klein. Der Shaitan. Warum ist das Problem klein? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna kayda shaitani kana da'ife. Die Pläne des Satans sind schwach. Aber wann sind die schwach? Wenn wir am Seil Allahs festhalten. Der Shaitan, der möchte uns in die Irre führen mit Scheinargumenten, mit Gelüsten, die er uns ins Herz einflüstert. Alladhi waswisu fi sudurinas, der in die Herzen der Menschen einflüstert. Und eine Methode, wie wir uns davor schützen können, ist, indem wir lernen, wie wir Scheinargumente gegen den Islam widerlegen. Nicht indem wir auf die Seite von Islamhassern gehen und uns durcheinander bringen lassen, weil wir keine Ahnung haben. So viele Muslime kontaktieren mich, sagen, oh, da ist das gesagt worden, da ist das gesagt worden. Warum lernt man nicht seine eigene Religion? Deswegen mein Ratschlag an euch ist, lernt beispielsweise meinen Vortrag angebliche Widersprüche im Koran. Dieses Vortrag habe ich jahrelang vorbereitet wegen einer Islamhasser-Seite auf Englisch, wo ich alle Scheinargumente aus dem Koran aufgeschrieben habe und alle widerlegt habe. Der geht über 2 Stunden, lernt diesen Vortrag. Dann die Frau im Islam beispielsweise oder die beliebtesten Missionar-Nas-Taktiken, Blutbad in der Bibel, wie beantwortet man Fragen von Nichtmuslimen, mein Dawa-Kurs. Schaut euch diese Vorträge an und lernt diese Vorträge, anstatt euch mit irgendwelchen Idioten zu beschäftigen. Was ich nicht kapiere ist, liebe Geschwister, manche gehen auf Seiten von Leuten, die spezialisiert sind für Angriffe gegen den Islam oder von bestimmten Sekten, die nur ihre eigene Sache im Kopf haben. Und sie haben selber wenig Wissen von ihrer eigenen Religion. Ihr müsst euch eins merken. Sekten und Islamhasser haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich auf diese eine spezifische Angelegenheit, die ihre Sekte ausmacht, zu konzentrieren und die zu verteidigen. Das machen sie ohne Ende. Und die Islamhasser haben nichts anderes zu tun, außer irgendwelche Scheinargumente zu suchen. Das machen sie die ganze Zeit. Wir dagegen, ihr könnt uns unsere Vorträge anschauen. Wir reden über das Gebet, wir reden über Fasten, wir reden über die Hadsch. Du findest das komplette Programm. Widerlegung von Sekten, Widerlegung von Atheisten, Widerlegung von Christen, Widerlegung von dem, Widerlegung von das in allen Sprachen. Warum? Weil die Leute, die auf der Wahrheit stehen, die Wahrheit haben, die der Wahrheit folgen, haben viele, die sie angreifen von allen Seiten, die sie widerlegen müssen. Aber die sowieso auf dem Batil sind, auf dem falschen Weg sind, was versuchen die? Die Leute nur zu ihrem falschen Weg einzuladen. Deswegen, liebe Geschwister, lernt diese Scheinargumente zu widerlegen. Beispielsweise steht im Koran, in Sure 32, ja, steht, dass ein Tag bei Allah gerechnet ist, Migderhu, elfe Senati mimma ta'udun, 1000 Jahre von dem, was ihr zählt. Und dann steht in Sure 70, Vers 4, dass die Engel und der Geist, damit ist Jibril hier gemeint, zu ihm in einem Tag aufsteigen, der 40.000 Jahre bemisst. Dann sagen dann die Islamhasser, hier guck mal, einmal 1000 Jahre, ein Tag, einmal 40.000 Jahre. Ja, hallo? Ja, hier ist ein ganz anderer Kontext. Hier geht es gar nicht um die 1000. Hier geht es darum, dass der Engel und der Geist in einem Tag aufsteigen, der 40.000 Jahre ist. Darum geht es gar nicht in Sure 32. Das ist genauso, als wenn man sagen würde, von Berlin nach Köln sind 600 Kilometer, von Berlin nach Santiago de Chile sind 13.000 Kilometer. Guck mal, einmal 13.000 Kilometer, einmal 600 Kilometer. Ja klar, geht um eine ganz andere Sache. Die Leute sind so dämlich, die sehen einfach nur eine Zahl. Oh, da ist eine Zahl 40.000, da ist eine Zahl 1000, das hat gar nichts miteinander zu tun. Deswegen. Aber das muss man lernen, der Scheitan. Immer wenn so ein Honk mit so einem Schrott kommt, ja, dann ist das so, der Scheitan wirkt dann, oh, guck mal da, der flüstert ein, nicht, dass du jetzt auf dem falschen Weg bist, was ist, wenn du jetzt stirbst? Oh, und also, Leute, lernt die Religion. Dafür sind wir da. Möge Allah euch alle beschützen und inshallah
räumen wir auf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.